Harry Maguire! Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video der Kick 11 Sportzeitung. Wir wollen heute mal eine Zeitung unboxen. Das Ganze, weil sie zwei Packs auch am Start haben von der neuen Champions League. Wir werden heute zum ersten Mal die neue Champions League Karten in der Hand halten. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob man sie überhaupt kaufen kann, so an sich schon, die Packs im Kiosk. Wir haben sie auf jeden Fall schon. Wir haben sie. Das Magazin ist ganz neu. Wir werden uns natürlich aus Respekt allein schon von für Kick 11. Das ist, glaube ich, eine neue Zeitung. Also habe ich jetzt auf jeden Fall noch nicht so oft gesehen. Werden wir uns natürlich auch noch das Magazin anschauen zusammen. Und ja, verlieren wir keine Zeit. Gehen wir rein. Die Packs werden 3 Euro kosten, so viel ich gehört habe. Pro, da sind aber noch mehr drin, so irgendwie 12 Karten oder so. Wir gucken uns das alles an, auch die Verteilung würde mich interessieren. Na? Komm raus. Genau, da bin ich schon richtig gespannt auf die Champions League Karten. Habe ich auch bisher bei niemand anderes gesehen. Und dann gucken wir uns geschwind das Heft an. Da haben wir Inter Miami's neues Trikot. So, was ist das denn hier? Probieren es mal. Die Nummer 2. Merkt euch das mal. Und die Nummer 1. Also bei mir wäre das jetzt einen Tornado nach Hause bringen. Okay. Das wäre mein Fußballspruch. Ich kenne nur den Tornado anzünden à la Ron Bilecki. Auch noch einmal. Die 1. Die Suppenkeule Huckepack tragen. Wäre das jetzt. Okay, das sind da die Sprücheklopfer. Eine Rubrik von der Zeitung. Und hier seht ihr schon die Champions League. Ich lasse mich dabei komplett überraschen. Dann haben wir hier noch die Seite mit den neuen Transfers. Und hier haben wir auch wieder was zum Mitmachen. Dein Einsatz. Du hast 45 Millionen Euro zur Verfügung. Welche 3 Transfers würdest du tätigen? Du musst einen Kicker pro Position wählen. Okay, also hier haben wir Verteidiger, Mittelfeld, Angriff. Gucken wir mal, was ich machen würde. 45 Millionen für die Innenverteidigung. Marquinhos, 15. Dann gehe ich mit De Bruyne fürs Mittelfeld, dann wieder 30 ausgegeben. Dann bleibt ja eigentlich nur Olise oder Girassi übrig. Ich würde einfach hier die Reihe nehmen. Man könnte jetzt aber auch zum Beispiel sagen, nee, ich nehme Mbappé, habe ich 25. Dann De Bruyne, wäre auch eine gute Mischung. Und dann halt ein Anton für die Innenverteidigung. Wäre auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Aber was von Mbappé, ja, im neuen Real Madrid Trikot. Dann haben wir die EM-Stars, stimmt. Jamal natürlich, ganz vorne dabei. Calafiori, der war auch brutal bei der EM. Natürlich Arda Güler, also wie die Türken hier mit Güler abgehen, das ist ja echt der Wahnsinn. Hier steht noch, wer ist dein Spieler der EM? Mikau Datze von Georgien, der war gut. Ansonsten gehe ich auch mit Jamal. Tatsächlich. Haben wir noch reine Kopfsache. Diese Fußballer haben die Haare schön. Weißt du, von welcher freshen Frisur die Stars gehören? Okay, also hier müssen wir sozusagen ein Ratespiel machen. Welche Frisur gehört Mbappé? Und dann würde ich klar sagen, es ist die hier. Ronaldo hat einen Hut auf und zu Ronaldo gehört die A. B wäre Toni, unser Toni. Toni, du bist Gold wert. Und dann hier noch, was ist falsch? Harvard? Achso, Andrich hat Harvard seine Frisur. Ne, Füllkrug hat Harvard seine Frisur. Andrich hat... Füllkrug seine Frise und Harvard hat Andrich seine Frise. Okay, alles ein bisschen seltsam. Das ist mit das... Was bin ich hier sehend? Emre Can mit Kukurea-Frisur, okay. Schnell weiter. Schnell weiter. Dann haben wir die neuen Trikots, werden vorgestellt. St. Pauli, finde ich jetzt auch nicht so nice, ehrlich gesagt. Auch die Bayern-Trikots gefallen mir nicht so. Auch die Leverkusen-Trikots gefallen mir nicht so. Dortmund-Trikots finde ich gar nicht so schlecht. Haben wir noch? Heidenheim ist cool, City ist cool. Real sieht aus wie immer. Und so weiter und so fort. Auch ein Poster von Xavi Simons, von unserem Jamal Musiala, Bambi. Bambi wird ja jetzt zu Bambos mittlerweile.
natürlich auch von Jamal, der Mann der Stunde aktuell bei den Katalonen, sagen wir das so. Real Madrid natürlich auch dieses Jahr wieder. Also das Heft hat schon einiges zu bieten. Ich kann hier schön was lesen über Real Madrid. Werde ich mir auch auf jeden Fall nach dem Video nochmal genauer reinziehen. Okay, hier komme ich zu den Champions League Karten. Ja, ich glaube, ihr habt es jetzt schon ein bisschen gesehen, wie das Design aussieht. Der Beispiel von Pavlovic. Ich lasse mich noch auf die Powerkarten überraschen. Stimmt, das Bild von Yamal und Messi, wo Messi Yamal gebadet hat. Also was für ein Zufall, das habe ich mir so oft gedacht. Was für ein Zufall, wo immer wenn ich das Bild sehe, was für ein Zufall muss das denn gewesen sein? Dass ausgerechnet Yamal gebadet wird von Messi, also das wäre ein geisteskranker Zufall. Ja, also Wahnsinn. Und hier kam... Nein! Normale Kartoffeln auf die 1. Ey, was sind das denn hier für Legenden? Hier kann man seine Kartoffeln ranken. Ich würde sagen, das machen wir sogar noch. Das machen wir und dann gehen wir rein in die Packs. Für mich auf die 1 gehören... Das sind sogar die Kategorien von Bild. Ich blende das mal ein. Normale Kartoffeln... ich würde sogar sagen, auf die 1. Sieht auch gut aus. Aber mach ich mal auf die 5. Chips. 4. Süßkartoffel. 3. Ja, für mich gehört auf die 1 tatsächlich Bratkartoffeln. Sage ich, wie es ist. Bratkartoffeln mag ich sehr gerne. Dann auf die 2 Kartoffelchips. Kartoffelchips auch sehr, sehr lecker. Auf die 3 würde ich Pommes packen. 4 normale Kartoffeln. Und ja, der Rest. Smiley Fries würde ich auf die 5. Gnocchi auf die 6. Ja, geht eigentlich alles. Also Kartoffelbrei dann auf die 7. Kartoffelauflauf 8. Und Süßkartoffeln mag ich, glaube ich, nicht so. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nie Süßkartoffeln gegessen. Und dann haben wir hier nochmal eine Emoji-Kicker-Seite. Da war es das hier. Lassen wir mal das Heft so liegen. Auf einer schönen Seite. Zack. Auf der Jamal-Seite lassen wir jetzt liegen. Als Hintergrund. Perfekt. Und die 2 Packs. Insgesamt gibt es 528 Karten. 316 Base. 62 Regular Foil. Dann gibt es noch Rainbow. Heritage gibt's. So wieder Black Edge. Blue Crystal. 9 Club 100. Okay. 9 Black Edge und eine Random Limited Edition Card. Okay, ich bin gespannt. Die ersten Champions League, let's go. Oh yeah. Packen wir mal nach hinten. Und starten wir mit der Base von Isri Konsa. Und dahinter gleich mal einen Ruben Dias. Das war schon von der Base. Haben wir 5 hier drin. Leverkusen, Rangers und United. Wir fangen mal an mit den Rangers. Da haben wir als Limited Edition Cyril Dessers. Hey, Kollege Schmischu kenne ich nicht. Dann haben wir von Leverkusen, boah, direkt meine Club 100. So kann man es mal machen. Grimaldo Club 100, sehr nice. Und von United, nein, Vintage Vibes Cristiano Ronaldo. Also was sind das hier für geisteskranke Karten, Leute? Ich falle hier vom Glauben ab. Machen wir hier das Thumbnail. Hier, zack, Thumbnail. Vintage Vibes von Cristiano Ronaldo. Jawohl, Baby. Nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und dann haben wir noch ein zweites Pack. Das macht echt Laune, die neuen Karten zu öffnen. Das ist mit Jude Bellingham, Foden und Rafael Leao. Wahrscheinlich die gleiche Packverteilung. Ja, da haben wir wieder Power. Ja, Basekarten, Lazari. Basekarten, 2 Euroleague-Karten, also es gibt auch Euroleague. Manuel Lazari und Christian Romero. Oh, was sehe ich denn hier schon wieder? Real, Barca und Bayern. Das sind auf jeden Fall Banger. Fangen wir an mit Bayern. Min Jae Kim als Limi. Dann würde ich sagen, machen wir Barca. Okay, das Barca-Logo. Und hier als Mittelfeldspieler haben wir einen Jude Bellingham. Und was sind das denn für verrückte Karten, Leute? Ich komme hier schon wieder in Schwitzen, Leute. So sehen also die neuen, die brandneuen Champions League Karten aus. Auf Packs Mozart habt ihr es gesehen. Auch die Vintage-Karte von
Cristiano Ronaldo, Mr. Champions League. Und damit würde ich sagen... Habt ihr erste Ausgabe von der Just... Wie heißt sie noch? Und damit würde ich sagen, hat die erste Ausgabe von der Kick... Kick 11? Ich glaube Kick 11 ist sie. Mir auf jeden Fall sehr gefallen. Das Heft ist cool aufgebaut. Klar, man muss auch ehrlich sagen, es hat so ein bisschen was von der Bravo Sport. Also muss man schon sagen, ich als Bravo Sport Leser... Ja, also was soll man auch großartig anders machen? Die Zielgruppe ist wahrscheinlich die gleiche. Mit den Packs drinne, da kannst du nicht viel anders machen. Oder ich bin einfach lost und die Kick 11 gibt es schon seit 100 Jahren. Ich kenne sie auf jeden Fall nicht. Mir gefällt auf jeden Fall auch das Heft. Und vor allem finde ich halt cool, dass man hier die Packs dabei hat. Da haben sie auf jeden Fall richtig rausgehauen. Und Champions League Karten ist das hier schon wieder heftig. Bis zum nächsten Mal und ciao.